É uma pergunta muito insidiosa esta. Várias respostas me acordem de pronto, mas não sei se elas merecem exposição. Eu francamente não sei. Não sei se eu voltaria a esta posição. Talvez voltasse, porque nela é uma coisa que me excitou muito. É o interesse que as crianças revelaram por uma parte da minha obra, a parte infantil. O grande número de cartas de crianças que eu recebo, a sinceridade do que elas dizem, e o fato de virem, não só do Brasil, como de outros países, sobretudo dos países de língua espanhola, me fazem crer que se eu voltar, se eu fosse viver de novo a minha vida, e entrar pelo mesmo caminho, porque não creio que em qualquer outro setor, se fosse possível ter as mesmas compensações que tenho com as crianças. Ainda agora mesmo recebi aqui uma senhora mãe da Lilibete. Essa Lilibete é uma menina encantadora que mora na rua Monte Alegre, que prometeu me visitar. Eu estou ansiosamente à espera das visitas da Lilibete. Eu considero uma visitinha da Lilibete um prêmio. Ora, se inúmeras das crianças que me visitam, eu tenho cinco crianças, grande número delas, de grande qualidade, que eu preciso imensamente, eu considero cada uma delas um prêmio, de maneira que eu sou um sujeito muito premiado. E um sujeito que se acostumou a ser muito premiado numa vida, se voltou outra vez ao mundo, ele quer continuar assim. De maneira que eu acho que eu queria viver de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrever coisas mais variadas, mais interesse para as crianças e mais. Porque eu acho que as crianças me condenam uma coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais. E eu penso, eu perdi tempo escrevendo para a gente ganhar de uma coisa que não vale a pena. Bom, então. List, Schriftsteller von Kurzgeschichten aus Brasilien. Herr Rosa ist Diplomat. Herr Rosa, Sie haben einen Namen, den man im Deutschen kaum aussprechen kann. Jedenfalls mir macht das große Schwierigkeiten. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal etwas über Ihren Namen sagen? É interessante porque o meu nome deriva de um parentesco alemão, uma ascendência deriva do suábio, dos suevos, que partindo daqui, no norte de Portugal, fundaram um reino. E Guimarães foi justamente o nome da capital. É muito interessante, porque meu nome tem uma gewisse Beziehung zu Deutschland. Denn ist ein Name, der aus der Sprache der Schwaben oder der Sueben stammt, die in der Zeit der Völkerwanderung hier von Mitteleuropa aus nach Südwesten zogen. Und im Nordosten, im Nordwesten der Iberischen Halbinsel ein Königreich gründeten. Und Guimarães war eben die Hauptstadt dieses schwäbischen Königreichs. Guimarães. Ja. Guimarães. Ja, und nach dieser Einführung, und da haben wir Sie ja gleichsam schon vorgestellt, können wir jetzt auf etwas Zentraleres kommen. Sie sind also gleichzeitig Diplomat und Schriftsteller. Ist es manchmal nicht recht schwierig, diese beiden Berufe miteinander zu verbinden? Nossa, que é muito difícil às vezes. Sempre, cada vez mais difícil, porque a diplomacia passou a exigir full time e a literatura também. Ja, das wird immer schwieriger, denn sowohl die Diplomatie als auch die Literatur sind Fulltime Beschäftigung geworden. Ja, das kann man wohl sagen. Und manchmal hat man ja den Eindruck, als ob die Poesie diplomatisch wird und als ob die Diplomaten immer poetischer werden. Aber nun zu Ihren Werken. Sie haben einen Roman veröffentlicht. Können wir den Titel erfahren? O título seria difícil para traduzir em alemão. Em português, Grande Sertão Veredas. Es ist etwas schwierig, den Titel dieses Romans ins Deutsche zu übersetzen. Ja.
Es heißt, o Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão ist eine Landschaftsform in Brasilien, der Sertão. Der Titel heißt also der große Sertão. Ja. Veredas, das sind dann Täler in Aha. diesem Sertão. Und wahrscheinlich spielt der Roman in der Provinz, in der Sie ja ansässig sind, nämlich in Minas Gerais. E na maior parte, Minas Gerais, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos, de Bahia e de Goiás, interior do Brasil. Und ist das nun ein Roman, der diese, diesen Staat schildert, oder ist das nur eigentlich ein symbolischer Titel? É combinado. Tem fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, que visando até o metafísico. Seria quase uma espécie de Fausto sertanejo. Ja, es ist also beides zusammen. Ja. Vor einem recht realistischen Hintergrund spielt sich eine Geschichte ab. Ich möchte beinahe sagen, es handelt sich um einen Faust im Sertão. Ja, also um eine Art Entwicklungsroman. Ist der Held, also macht er verschiedene Stationen der Entwicklung durch. Ja, o romance trata de lutas, de jagunços, naquela região do interior do Brasil, com sistema quase medieval de grandes fazendeiros, e com pouca justiça, pouca polícia, e havia grandes lutas e vendetas entre eles, não é? Und der Held stammt also aus diesen Nichtbesitzenden, oder ist er einer aus den Besitzenden? É que não tem nada, mas é filho bastardo de que tinha. E é monólogo, o livro é grande, são quase 600 páginas, e é monólogo sem divisão em capítulos. Ja, also es handelt sich um einen Mann, der praktisch überhaupt nichts besitzt. Er ist das uneheliche Kind eines dieser Großgrundbesitzer. Und das Buch ist geschrieben, das Buch, das übrigens sehr dick ist, 600 Seiten stark ist. Das ist, hat die Form eines Monologs ohne Untergliederung in Kapitel. Aha, also diese Form eines inneren Monologs, das ist eine sehr moderne Form, die wird in ein Ambiente hineingebracht, das ja eigentlich ganz konkret und sehr realistisch ist. Und primitiv. Und auch sehr urtümlich. Ja, ja. Das kann ein ganz interessanter Zusammenstoß sein. Gibt es schon Es bleibt nicht bei diesem einen Buch, sondern wir haben auch Novellen, nicht? Ja, von Ihnen. Und zwar, ich glaube, besonders lange, große Novellen. Lange. Ja. Können Sie vielleicht eine, die Ihnen ganz besonders gut gefällt, eine, die Ihnen am liebsten ist, etwas charakterisieren, eine dieser Novellen? Para o autor é difícil estabelecer, né, em uma hora dessas, uma distinção. Eu creio que este livro que sai agora... Ah, ja, wir haben noch ein Buch, und das ist das jetzt erst erschienene Buch, nicht? Vor wenigen Tagen erst erschienen. Das sind Kurzgeschichten, nicht? 21 Kurzgeschichten, das ist ja eine neue Form. Wie sind Sie denn nun zu dieser neuen, kurzen Form gekommen? Eu tive de dar colaboração num jornal, num suplemento literário de um jornal. Então, tive a limitação de espaço. E eu achei muito bom, porque eu acho que para o artista, toda limitação é estimulante. Ich halte das für sehr gut, und ich glaube, für den Künstler ist jede Einengung der Möglichkeiten ein großes Anregungsmittel. Ja, also Sie sind von der langen Form zur kurzen Form gekommen und sind also immer konzentrierter geworden. Ja, wir danken Ihnen sehr, Herr Rosa, und wir sind sehr gespannt, wie sich das nun weiterentwickelt, ob Sie von diesen Kurzgeschichten zu noch kürzeren Sachen kommen, ob Sie vielleicht am Schluss dann Gedichte schreiben. Chegaria até o hieroglifo. Ja, ich werde bis zu Hieroglyphen noch kommen. Ja, das ist vielleicht die Entwicklung der Literatur, wie sie sich heute überhaupt abzeichnet. Eu fiz poesia muito tempo. Ganhei o meu primeiro livro foi de poesia. Eu ganhei o prêmio num concurso da Academia, primeiro prêmio. Da Academia Brasileira de Letras. Mas não publiquei porque vim logo para meu primeiro posto, que foi a Alemanha, como cônsul em Hamburgo. E aí veio a guerra e eu não pensei mais.